Ja, beim Angehen geht's immer. Na gut. Ja, entschuldigt immer noch die Fernbedienung. Hi, ho und willkommen zu meinem Video. Ja, ihr seht hier mein neues Kissen. Ich habe ein neues, schönes, flauschiges Kissen mir gemacht. Also ich habe Kissen gekauft und habe da die Füllung raus, weil die extra weich ist. Und habe die jetzt da reingetan. Und ja, es ist schön flauschig und weich und freut mich. Ist schon ein Witz, ich sitze hier direkt gerade vor den Tempotaschentüchern und überlege, ob ich irgendwo hier noch Tempos habe. Oh. So. Gut, weiter. Da haben wir. Machen wir mal ganz kurz eins auf, weil mir läuft die Nase etwas. Ich möchte nicht, dass das noch weiter läuft, während ihr da zugucken müsst. Oh, tut mir leid. Ich kann erst seit ein paar Stunden wieder reden und mir fließt noch etwas. Also, wie ich das halt darf. Irgendwie fallen die heute noch komisch. Fließt irgendwie gerade ein bisschen Schlotter. Entschuldigt. Ich wollte euch meine zwei neuesten Erworbenschaften zeigen. Und ja. Habe ich selbst noch nicht angefasst, dann wusste ich gar nicht, wie sich das anfühlt. Also, ich male ja hin und wieder gerne und wenn ich so gerne zeichne, habe ich mir Folgendes geleistet. So ein Ding. Da kannst du dann deine Malsachen drauf tun. Da ist sogar noch hier unten zum Abmessen ist was da. Also Maß. Und hier kannst du Farben mischen. Da kannst du deinen Pinsel ablegen. Und das ist echt praktisch, weil dann zuckelt der nirgendwo hin. Und hier kannst du dieses Ding hier aufploppen. Und dann hast du ein Wassereimerchen. Das kannst du dann da so reinstopfen, so hier. Ein bisschen unpraktisch, wenn man so sitzt. Ja. Und das ist dann einfach, damit man da drauf dann malen kann, so eine Malunterlage. Weil bei uns war bisher immer die Regel, gemalt wird erst, wenn man Zeitung drunter hat. Und oft ist es dann so, dass die Zeitung vollkommen durchnässt ist und das ist dann voll eklig. Und so hat man was, was man einfach zum Beispiel jetzt bei uns jetzt in die Badewanne reinlegt, dann tut man es mit warmem Wasser abspritzen, dann ist es sauber. Und das zweite ist dieses Ding hier. Aber da dürft ihr mich tatsächlich noch nicht fragen, wie das funktioniert, weil ehrlich gesagt ralle ich das selber noch nicht. Also, es hat hier auch so ein Ding, damit man einen Pinsel reinstellen kann. Und dann, und das auf beiden Seiten, schön praktisch, dann hat es hier unten ein Knöpel und hier eine Füllmenge. Und dann kann man hier oben Wasser reinfüllen, also in dieses Ding hier. Und dann macht man das so zu und ich weiß aber noch nicht, ob man den Stöppel drauf machen muss oder nicht. Und dann kommt das dann hier in das hinein. Und dann fließt hier das Wasser so. Dann hat man hier immer wird das Wasser gesammelt. Und wenn man dann fertig ist, kann man es runterlassen, damit man hier immer sauberes Wasser hat für so zum Malen. Und das fand ich mega praktisch. Und ich habe das halt gesehen und habe gesehen, dass es die beiden Sachen auch noch in rosa gibt. Und dann war ich so, das muss ich haben. Und ja, da möchte ich heute vielleicht noch ein Bild mit meinem Papa malen zusammen. Also ich für meinen Teil, ich finde immer, für mich ist es wichtig, dass ich beim Malen, also dass die Farben sich nicht so doll beim Wasser vermischen, weil ich mag das überhaupt nicht. Weil wenn man dann so irgendwann so dieses Wasser immer hatte, das dann da dreckig geworden ist, dann hat man dann am Ende, wenn man zum Beispiel so rosa haben wollte, kein richtiges Rosa mehr und das fand ich dann doof und ja.
Und das ist jetzt mit der Geschichte dann endlich mal Geschichte. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch da zeigen konnte. Ich wollte euch das jetzt einfach mal zeigen und ja, nachher erzähle ich euch noch eine nette, naja, ich weiß nicht, ob sie nett ist, aber zwei eBay-Geschichten. Ich habe euch ja nämlich noch eBay-Geschichten diesen Monat mitzubringen. Und ja, gut, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. Mein Gott, das Blinken im Hintergrund hätte ich auch wirklich wegmachen können, fällt mir gerade auf. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch eine tolle Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr euch so zuletzt gekauft habt. Was so eine. War noch was? Ja, ich habe eine dumme Geschichte, aber gut, die erzähle ich euch dann nachher. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmeitoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.